Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sims3EP Legacy Challenge mit mir und mit Beatrice und mit Gap und den Hubble-Schorsch. Und ich finde dieses... Oh, und mit Emilio. Ich finde das Bild gerade so toll. Oh, falsche Richtung. Die Beatrice, die hat sich in den Schaukelstuhl gemütlich gemacht. Während... Ja, die Beatrice, die... Ja, aber sie kann ja total fest schlafen. Ich finde das total geil. Und wir haben heute auch mal wieder mit Bild. Also mal gucken, wie das jetzt mit Schneiden funktioniert. Hunger. Hunger, Durst. Ja, gut. Hunger. Das ist noch lecker. Er ist verlegen. Ach so, ja, wir haben den Akne-Mod aktiv. Ihr habt ja vielleicht das Video schon gesehen. Wenn nicht, hier oben ist es verlinkt. Hoffe ich jetzt. Hier oben doch. Das müsste gepasst haben. Aber wir müssen auf jeden Fall mal gucken, was wir tun. Die Hochzeit ist erledigt. Eine sind bitten, in den Whirlpool zu gehen. Okay. Oder einen Fisch der Gattung Lachs fangen. Ja, fang doch den Lachs. Das ist cooler als den Whirlpool. Und ja, okay. Du darfst noch ein bisschen schlafen. Ferdinand darf morgen auch wieder arbeiten, glaube ich. Und der schläft auch. Hackelschorsch hat... Geburtstag! Okay, Hackelschorsch wird älter. Wir feiern heute Geburtstag. Ich werde nie wieder dazu kommen, was zu drehen, weil immer so viel passiert. Aber ich glaube, demnächst fangen wir trotzdem mal wieder mit unserer Drehaufgabe an. Also, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, ich habe ja auf Tumblr eine Art Liste. So, die Beatrice ist mal wieder draußen. Ich habe hier jetzt übrigens noch was platziert. Wir haben jetzt ein Baumhaus im Garten. Das war der Wunsch von Emilio. Ich finde, das passt auch sehr gut in unseren Garten. Oh, können wir gar nichts reingeben. Wir hatten nämlich kein Ding. Oh, Beatrice, du darfst hier ein bisschen ernten. Nee, eigentlich will ich das nicht, weil eigentlich ist das ihr Metier. Du darfst was essen und dann darfst du hier arbeiten. Aber wenn das jetzt gerade nicht geht, dann pflegst du mal den Garten. Und ich habe immer noch nicht die Box auf sie. Wir gucken mal. Haben wir Paprika? Ist das Granatapfel, Limone? Wir müssten doch mal gucken, ob wir irgendwo Samen finden. Ich glaube, wir gehen mal spazieren und schauen, ob wir wo Samen finden. Nehmen. Und hier müssten noch mehr liegen. Da haben wir ja ganz viel gesehen hier auf dem Weg. Ach, hier ist noch was. Ja, das ist was Geheimes. Auch was Geheimes. Oh, das sind noch zwei. Ah, nee, das ist Salat. Den können wir lassen. Der ist noch geheim. Also, was heißt geheim? Das stimmt ja nicht. Der ist nicht geheim. Aber das ist halt quasi... wir wissen nicht, was rauskommt. Hier sind zwei. Einmal. Und den da noch. Perfekt. Was? 6100? Was ist passiert? Ferdinand hat seine Lohn gekriegt. 5767 Simoleons Tantiemen. Boah. Also, das ist schon heftig. Oh, neues Objekt. Ganesha hat einen kleinen blauen Riesenstern. Kleine blaue Sonne. Sie hat eine kleine blaue Sonne. Und das müsste auch... Ich dachte, das ist ihr Wunsch. Ja, das ist ihr Wunsch. Sie wird Wäsche waschen. Oh, ich finde sie so... Oh, und sie will arbeiten. Wir gucken mal, was es so für Jobs gibt. Jobs und Berufe. Jobs suchen. Verkäuferin, Wendespezialistin, Rezeptionistin, Buchhändlerin, Mausoleumsangestellte. Ich will sagen, sie ist eine Buchhändlerin. Da kann sie dann nämlich... die hat ein Buch über Logik kaufen. Nee, erstmal... Oh, hat sie die Hausaufgaben noch gar nicht gemacht? Doch, hat sie. Wir schauen mal ganz kurz. Lesen, Kochen, Geschicklichkeit. Gut, dann kann ich hier jetzt mal alle Bücher reinräumen. Was haben wir hier? Nektar für Fortgeschritte, Kochen Band 3, irgendwas mit französisches Gericht, Warten auf den Geist. Ach ja, genau. Und du kannst dann eigentlich wieder zurückkommen. Mumie sagt gute Nacht. Ja, er hat gesungen. Welch Wunder! Ja, hier, das können wir da rein. Oh, und da haben wir die Geburtsvorbereitungen. Hausaufgaben fertig und noch irgend sowas. Nee, das Bücherregal ist nicht voll. Warum kann ich das Schwangerschaftsbuch da nicht reinlegen? Naja, egal. Okay. Ja, dass du da nicht drankommst, ist doch wurscht. Immer diese Beschwerden. Sie lernt halt jetzt was komplett anderes, aber ist egal. Und du, mein Lieber... Wir können hier ein bisschen was anpflanzen. Sag mal, bist du nicht langsam mal... Ja, genau, hier. Pflege den Garten weiter. Du wolltest das lernen.
Lara Fedüller. Also, Leute, also das ist jetzt mal eine Frage, die ich euch in die Kommentare stellen möchte. Pausenlos möchte jemand eine Verabredung mit Ferdinand oder mit Sana haben? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse euch das nicht abstimmen. Ich sag mal, ja, von mir aus. Ferdinand und Sana sind scheinbar nicht so füreinander bestimmt. Da gibt es viele Punkte, die irgendwie passieren. Also So, sage ich einfach what mal you ja. gonna do, Wenn das bei Lord? denen klappt, Jimmy, dann ist Dinky, es halt so. Dinky, Aber würdest du dir was anziehen? Ja, Gott sei Dank. Er zieht sich was an. 39? Was los? Nein, 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 oh, nein, nein. super, Ach, Sana hat noch ein paar Sachen im Kommissionslager gehabt und hat da ein bisschen du Geld verdient damit. Also da bin ich jetzt übrigens gespannt. Das verfolgen wir jetzt. Er grinst richtig. Er freut sich scheinbar auf dieses Date. Ich bin gespannt. Ups, das wollte ich nicht. Also ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Wer ist das? Oh, Yuji. Oh, auf der Aussichtsplattform sind sie. Was? Das ist sein Date? Die Lara, die ist doch uralt. Okay, sie kommen klar. Ja, dann frag sie mal nach dem Sternzeichen. Und du kannst ja mal freundlich sein und kennenlernen. Frag sie mal nach dem Alter, ob sie Single ist. Zeig ihr mal den Banshee-Verbanner, was auch immer das ist. Die sind verwandt. Das ist seine Tante. Seine Tante. Leute, warum haben die ein Date? Okay. Ferdinand, es tut mir leid. Aber das ist kein Date. Ja, du kannst gerne über Politik diskutieren und ja, dann aber nach Hause gehen. Also, Date. Leute. Er hätte gerne ein Date. Oder Lara hätte gerne ein Date mit ihm. Und dann ist das einfach seine Tante. Wow! Er zeigt dir sein Geistergerät. Was für eine Angeberei! Okay, also Leute, kein Date. Das ist seine Tante, die wollte ihn einfach mal wiedersehen, würde ich sagen. Dann erzähl ihr doch, kann man das nicht irgendwie, was? Also, Lara ist die Tante von Ferdinand, weil die Mutter, also Beatrice, also der Zwillingsbruder von Ferdinands Mutter mit ihr verheiratet ist. Das heißt, sie sind nicht blutsverwandt und deswegen dürfen die auch flirten. Was für ein Stammbaum. Ja, gut, dann. Ihr habt ein Date. Mach sie mal an, deine Tante. Wow. Ey, das dürfen wir scheinbar nicht sehen. Das will sie nicht. Okay, also es wird nichts. Frag sie mal nach Karriere. Du möchtest ein Gemälde malen? Ja, das darfst du. Und du willst auch einen Teilzeitjob annehmen. Ja, dann Abbruch mit dir. Jobs und Berufe, Jobs suchen. Und willst du auch einen Job? Er will auch einen Job. Yay! Oder wir machen ihn selbstständig. Wir machen ihn selbstständig. Er darf, kann ich das auch am Handy machen? Sich selbstständig, gucken wir mal. Als selbstständig registrieren, Angler. Du darfst selbstständig werden. Und wir schauen einfach mal, ob das ein Teil, ein Dings ist. Überprüfen von Becken? Was für ein Becken? Ach so, ja, oben. Ach, guck mal. Nein, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Kann wenigstens alles laden, dass die Fotos schön sind. Mann, Sana! Sie lässt ihn alleine. Hackelschorsch. Okay. Hackelschorsch ist hübsch. Hey, Hackelschorsch, wo bist du? Brum. Hey, ist er süß. Oh. Hallo, Hackelschorsch. Was für ein kluges Kind. Geht halt sofort lernen. Ja, du darfst das mal betiteln. Und das ist
Das leere Zimmer. In Blau wäre noch gut gewesen. Ah, egal. Und das wird in das Inventar gelegt. Und dann geben wir das in Kommission und das darf sie dann machen. Mülltonnen tauchen, warum? Hey, was ist denn los mit euch? Boah, guckt euch das mal an, weil er halt schon so gut ist. Da glitzert das. Boah, cool. Das gefällt mir. Das ist schön. Wo ist Baby Schorsch? Hey, warum steckst du den denn jetzt zum Schlafen? Der will doch gar nicht schlafen. Nee. Na gut. Der schreit jetzt gleich. Ja, und Zahner holt ihn raus. Nein, Nickerchen machen. Hier, nimm ihn doch mal und bring ihm Sprechen bei. Oder, hey, nein, kein Nickerchen. Oder kann man da dann schaukeln? Wir könnten ihm ein Buch vorlesen. Oje, wir haben irgendwas vergessen. Na, ist ja egal. Aber wir, nein, der tolle Kopierer, sage ich schon. Der Ding ist kaputt. Hier, Sana. Ah, nee, die macht das ja. Hier, hör auf zu malen. Du darfst den jetzt mal reparieren. Bija Vola. Habt ihr diesen Gesichtsausdruck von der Beatrice gesehen? Aber was wir jetzt auf jeden Fall gucken können, ist, der hat die Lieblingsfarbe grün, genau. Deswegen ist ja alles grün angezogen. Ich werde den jetzt ganz kurz im Cast bearbeiten. Und die Haare lassen wir einfach mal so. Bis gleich. So, er ist umgezogen in grün und die zwei, die machen da ordentlich weiter. Beatrice, du möchtest ein Gruppset haben. Ich weiß nicht, ich würde dir ja, also finanziell gesehen, haben wir ja genügend Platz, aber räumlich gesehen nicht. Das ist ein bisschen schwierig hier. Vielleicht mache ich noch einen Spielekeller irgendwann einmal. Muss ich nochmal gucken. Wir haben auf jeden Fall richtig viel Kohle. Oder wir investieren. Das weiß ich nicht. Also, du möchtest malen. Hier, mal das mal weiter. Und dann musst du aber auch langsam mal Hygiene machen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das gerade irgendwie... Mal gucken, wie es weitergeht. Ganesha muss ins Bett. Ich würde sie vorher noch schnell aufs Klo schicken. Und, nee, duschen braucht sie nicht. Aber dann kannst du schon ins Bett. Wo ist eigentlich Ferdinand? Ah ja, genau. Der malt. Oh, er möchte Sana verliebt umarmen. Ja, vielleicht sind die doch füreinander bestimmt. Er will Geschäftspartner werden. Dann gucken wir uns doch einfach mal Immobilien an, würde ich sagen. Vielleicht gibt es ja was, was man sich für 20.000 Simoleons schon leisten kann. Und Ganesha wollte dann ja Wäsche waschen. Das darfst du dann morgen machen. Also, Kosten. Unbekannte Grundstücke wollen wir jetzt nicht. Das sind so leere Grundstücke. 21.000, 18, Kristallquelle. Ich würde sagen, Leute, wir warten noch ein paar, also 3.000 Simoleons circa ab und dann kaufen, 4.000 Simoleons circa ab und dann kaufen wir uns den Imbiss Leckerschmecker. Also ein bisschen muss er noch warten. Dafür darf sie jetzt erstmal weitermalen. Das sind ja dann vielleicht schon mit Glück so viele Simoleons. Oh, der Arme, nur weil er in dem Zimmer schreit. Okay, hier, auf Boden füttern. Fütter ihn einfach mal schnell. Ja, egal. Fütter den Hackelschorsch. Und dann kann sie dich wieder hinlegen. Er weint auch gar nicht mehr. Naja, gut. Geht's dir nochmal schlecht? Nee, essen? Energie. Ja, ich würde sagen, geh doch wieder ins Bett. Hier, extrem schlafen, jetzt geht's. Oh, das ist aber lange her. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da machen wir gleich mal ein Foto. Auch wenn man nicht wirklich was davon sieht. Sana ist schwanger. Sana ist schwanger. Leute, wir kriegen noch ein Baby. Wir sind jetzt bei H gewesen. Der nächste Name ist mit I. Und ja, ich freue mich über schöne Namen. Ich hätte bitte gerne ernsthafte Namen. Hackelschorsch gibt's nicht mehr. Ingolf ist leider auch draußen. Also, Namen wie die
Ab in die Kommentare damit. Ich freue mich. Oh, ich freue mich. Stellt euch vor, ich hätte dich jetzt betrügen lassen. Dann wäre sie schwanger geworden und. Oh, das will ich gar nicht. Nee. Gut gelaufen, würde ich sagen. Damon Müller. Das ist halt ihr Schwager, oder? Naja, nein. Ihr Onkel. Nein, es ist der Onkel von ihrem Mann. Na gut. Süß. Sie ist schwanger und will sich mit dem anderen treffen. Ja gut. Mach das mal. Damon Müller. Ich mag Damon nicht. Ich mag Damon nicht. Aber das ist ja ein anderes Problem. Das kann uns jetzt egal sein. Schulbus kommt gleich. Okay, dann müsst ihr alle einen neuen Computer kaufen. Ja, wir haben viel Geld. Ah ja, hier ist der Damon. Freundschaftlich. Erzeugnisse 20 Erzeugnisse ausgezeichneter Qualität. Okay. Tag verschönern, nach Sternzeichen fragen, kennenlernen, fragen, ob Single ist, plaudern, Schwangerschaft verkünden. Okay, sie finden sich schon mal heiß und dann kannst du ihn mal anmachen. Oh, wie verwerflich! Okay, ich muss warten, bis das blöde Handy ausgeht. Handy Anruf ignorieren. Nein. Na, wobei, Damon ist gar nicht so hässlich. Er hat vor allem einen coolen Namen. Aber ein Date am Strand? Hey, warum ruft denn dauernd jemand diese Sahne an? Ignorieren! So. Gut, auch dieses Date wurde nichts. Also ich habe das Gefühl, die haben pausenlos Dates, aber die werden dann nichts. Sie möchte ein neues Rezept lernen, Schrott sammeln. Ach komm, wir loggen das Mädchen ein, weil das wünsche ich persönlich mir auch. Calmee Discordia und Annabelle Müller scheinen miteinander anzuwenden. was? Was? Leute, langsam. Da oben steht Annabelle Müller und Calvin Discordia, bla bla bla, Kussfähigkeiten. Und hier steht Calvin Discordia möchte wissen, ob Sana Madbully Müller an einer Verabredung interessiert ist. Ja, okay, Sana. Ab zur nächsten. Ey, ins Café. Okay, gut. Hier, du wünschst dir auch ein Mädchen. Und du würdest gerne ein Schwangerschaftsbuch lesen. Nee, jetzt noch nicht. Aber das da, das könntest du einmal betiteln. Böser roter Smiley. Von Date zu Date, obwohl du verheiratet bist. Sana, du bist eine Bitch. Aber gut. Die anderen auch. Kulturelles Inter. Nein, wir fahren nicht nach Frankreich. Boah, warum können die. Ach ja. Auf dieses Grundstück. Wo ist Kelvin? Kelvin? So schnell kann ein Date vorbei sein. Da drüben ist Annabelle. Annabelle! Sie hat Annabelle gesehen. Das ist eigentlich jemand, den sie kennenlernen sollte, finde ich. Annabelle ist die Oma von ihrem Ehemann, die hier als Geist lebt. Das ist mein erster Let's Play Sim aus dem Jahr 2020 quasi. Und du könntest ihr ja sagen, dass sie ein Urenkelchen bekommt. Dass die sich nicht kennt. Ich finde das schön. Also Schwangerschaft verkünden, kennenlernen. Oh, guck mal. Sie freut sich total. Nach Sternzeichen fragen und nein, freundlich. Oh, da ist die Tante ihres Mannes. Kennenlernen. Hey, reg dich nicht auf, Lara. Und wir pflanzen jetzt endlich im Garten unsere gartenzeugsigen Dinger an. Mehrere Pflanzen. Hier und hier, weil Flammenfrüchte, die bringen ja viel Geld.
Denke ich, hoffe ich, gehe ich mal davon aus. Und dann werden wir, denke ich mal, die Sachen, die wir hier so drin haben, verkaufen. Dann geben wir die alle mal der Sana. Die soll das im Kommissionslager verkaufen. So, zurück zu Sana. Oh, ist da jetzt. Nein, ist nicht der Kelvin da. Wir gehen jetzt ins Kommissionslager und verkaufen die Sachen, die wir so haben hier. Kommen wir mal her. Kommen wir mal her. Wir fahren hier mal her und wir haben ein Gemälde. Warte, haben wir da nicht noch eins? Genau, das können wir auch verkaufen. Das gibst du da mal rein. Oh, sie möchte gern massiert werden. Ja, das kannst du von mir aus dann gerne machen. Hier, kaufe Sachen, also verkaufe Sachen. Emilius, Fahrgemeinschaft fährt bald und der Garnierschere auch. Okay. Ah, Stoßbändel, das brauchen wir. Das stellen wir dann zu Hause auf. So, ganz viel Kram, was wir jetzt kommissionieren. Ah, warte, das kommissionieren wir mal. Und hier schauen wir mal schnell, was hier noch gibt. Das finde ich halt schade, dass man das nicht sehen kann. Ein Nektar, eine Spieluhr, Nektar. Ja, jetzt wäre interessant, ist das jetzt teurer oder billiger? Ich würde sagen, wir kaufen mal das Logikbuch und das schenken wir der Ganesha. Die mag Logik. Großes Gemälde, Gartenarbeit. Ein magischer Gartenzwerg. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geld auch ausgegeben, aber wir haben das Geld ja. Das sollen wir uns, das können wir uns leisten. So, und dann darfst du dir eine Massage holen. Partner werden. Also erstmal eine Tiefenmassage. Dann gehen wir zu der Müllhalde. Und ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob wir nicht einfach sagen, Partner werden. Immobilien besitzen finde ich jetzt eigentlich gar nicht so cool. Ich glaube, die Sana, die gibt jetzt mal das Geld aus und wird dann hier Partner. Warte, da machen wir das zuerst und dann gehen wir hier auf die Müllhalde. Das ist auch ein guter Plan. Haben wir jetzt die Pflanzen alle? Oh, perfekt. Alle Pflanzen sind da. Oh, und die Sana kann, wenn sie mit ihrer ganzen Aufgabe hier fertig ist, auch später hier ein bisschen. Oh, warte, Scheiße. Wir müssen das einloggen, sonst zählt's nicht. So, wir schreiben noch ein Buch. Beatrice, die Göttin, die Herrscherin der Welt, weil wer weiß, vielleicht hat die Beatrice ja ganz andere Dinge im Kopf, als wir ahnen. Ich speichere hier mal, damit das auch hängen bleibt. So, die Herrscherin der Welt ist gespeichert. Uah! Ich möchte da eigentlich gar nicht hinwechseln. Sana wird noch massiert. Du malst schon wieder, haben wir das so gesagt? Nee, er hat sich das selbst gerade ausgedacht, dass er malen möchte. Es dauert jetzt auch ein bisschen länger, bis er Geschäftspartner werden kann. Das ist halt so. Das ist jetzt so und da muss er durch. Und oh, du musst arbeiten. Du kannst eigentlich schon losgehen. Hier, bitteschön. Geh schon mal arbeiten, hart arbeiten. Und du angelst. Im Whirlpool sitzen, das können wir dir eigentlich. Oh, 7000? Wow! Okay, also wir haben etliches verkauft. Zum Beispiel das große Gemälde für mehr Geld. Ein Hummer und die Pomelo. Und nein, das ist was anders. 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 Und dann haben wir hier noch Knoblauch. Granatapfel. Wow! Da steht bei Ganesha. Aber das ist jemand in der Nähe, oder? Ja, okay, sie hat den auf jeden Fall nicht gehabt. Da steht, positiver Orgasmus. Jemand in deiner Nähe strahlt ein Karma aus, so wie du es schon mal erlebt hast. Hat sie nicht erlebt. Nein, das Gefühl ist berauschend. Von Karma Sintra. Hart arbeiten. Naja, eigentlich geht es ihr nicht so gut. Ja, und wer strahlt das aus? Du, Rosa Hirsch? Oder du, Clementine Müller? Na egal. Oh! Die Clementine hat erstens eine neue Frisur, weil sie älter geworden ist. Und guck mal! Das ist Pierre Müller! Okay, wir haben 15.000 verloren. Das heißt, wir sind jetzt Geschäftspartner. Also, sie hat Anrecht auf die wöchentlichen Profite, die sie sich hier abholen kann. Und wenn sie die anderen Anteile noch kauft, hat sie natürlich noch mehr Geld. Ja, okay, aber. Ah, ich finde das so schön, die zwei.
Hat das jetzt eigentlich bei ihm gezählt? Ja, es hat gezählt. Etwas im Wert von. Die sind halt alle so geldgierig. Oh, kannst du wieder arbeiten? Ja, er kann arbeiten. Aber ich nehme schon 54 Minuten auf. Meine Lieben, dann hören wir jetzt auf. Wenn euch zum Beispiel die Sache mit den Akne-Mod interessiert, dann guckt euch dieses Video hier oben an. Und ansonsten kann ich euch noch das Let's Play vom Andi empfehlen. Und mehr bleibt nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Bis dahin, tschüss!